wir auch messen können. Feinstaub, also Partikel, da kann man natürlich sagen, also die Antarktis ist noch sehr gut abgeschirmt vom Rest der Welt durch den Polarstrom. Und dadurch kommt tatsächlich gar nicht so viel direkt, nenne ich mal, von der Rest der Welt hier in die Antarktis. Das heißt, wir haben nur lokale Effekte oder lokale Partikel, die wir hier messen. Und das ist hauptsächlich einfach Seesalz oder irgendwelche biologischen Stoffe, die auch von den Algen vom Meer kommen. Und der ist tatsächlich sehr gering. Also man hat hier die Messungen, benutzt man sehr gerne als Hintergrundgeräusch quasi von der Welt, weil es eben so gering ist. Hallo, mein Name ist Beatrice. Meine Frage lautet, hat die fehlende Vegetation, also die fehlende Photosynthese, Auswirkungen auf die Luftqualität oder den Sauerstoffgehalt der Luft? Dazu kann ich sagen, dass, also nein, haben wir eigentlich nicht. Wir haben jetzt zwar keine Vegetation, allerdings haben wir auch nicht wirklich Lebewesen, die das eben verbrauchen können. Und wir haben, also man kann auf jeden Fall sagen, mehr sprudelt von Leben. Und da kommt auf jeden Fall auch das meiste her und auch macht auch die Luftqualität auch extrem gut. Und dadurch, ja, also haben wir jetzt hier zumindest keinerlei Auswirkungen davon, dass wir hier keine Vegetation haben. Hallo, mein Name ist Oskar. Ich habe eine Frage zu den Eisbohrungen. Wie tief haben Sie schon gebohrt? Ja, also wir selber haben hier noch nicht gebohrt in dem Sinne. Also Linda, die hier neben mir sitzt, hat ungefähr einen Meter tief gebohrt, um Schneeproben oder also Schnee, die Dichte von dem Schnee hier zu messen. Aber diese richtigen Eisbohrungen, die finden an der Konenstation statt. Die ist noch mal ein paar hundert Kilometer weg von hier. Und die wird zwar auch quasi von hier aus versorgt, das ist quasi so eine Art, fühlt sich so ein bisschen an wie eine Außenstelle von der Neumayer Station. Aber wir selber waren da noch gar nicht. Dort haben sie ungefähr 2,5 Kilometer tief bohren sie dort und das reicht damit ungefähr 50 bis 100.000 Jahre in die Vergangenheit zurück, was man da quasi in der Tiefe nachschauen kann in dem Eis. Und ja, genau. Also da können wir jetzt nur aus zweiter Hand berichten, das wissen wir auch alles nur von unseren Kollegen. Aber vielleicht können wir ja trotzdem ein bisschen was dazu erzählen. Damit Mikrofon erstmal zurück nach Deutschland, zu Delta November 1 Echo, Mike Echo. Hier ist Delta Papa 0, Golf Victor November. Hallo, mein Name ist Ben. Wie kann man die Temperaturveränderungen in den letzten Jahrtausenden anhand des Eises bestimmen? An sich speichert die Luft, die zu dem Zeitpunkt in der Atmosphäre war, als das Eis eben als Niederschlag sich abgesetzt hat, also das geht. Und ja, und diese Luft kann man, aus dieser Luft kann man eben aus dem Eis herausziehen und dann den CO2-Gehalt zum Beispiel dieser Luftbläschen bestimmen. Und es ist immer noch eine Abschätzung nur, aber es gibt eine Korrelation zwischen CO2-Gehalt und Temperatur der derzeitigen Atmosphäre und daraus leitet man sich ab, in was für einer Periode, ob man Warmzeit, Kaltzeit war. Also man kann eben da anhand dieses CO2-Gehalts in der Luft auch Hinweise auf die Temperaturveränderungen in den letzten Jahren, Tausenden, hier abstimmen. Okay, vielen Dank. Hier ist Delta November 1, Echo Mike Echo. Die nächste Frage, aber es gesplittet, kommen also mehrere Schüler, werden die Fragen stellen. Ich gebe das Mikrofon mal weiter. Hallo, jetzt nochmal Oskar. Meine Frage lautet, aus was setzt sich das Eis zusammen, also abgesehen vom Wasser? Ja, ich habe ja gerade schon ein bisschen was verraten. Also an sich ist das Eis zu dem also einfach Niederschlag, das heißt einfach Schnee, welcher aus den Wolken natürlich dann auf dem Boden sich absetzt, dann über die Zeit immer mehr komprimiert wird, das heißt immer mehr Niederschlag eben sich draufsetzt und immer weiter Druck auf den unteren gibt. Und durch diese Komprimierung wird es eben, werden die Kristallstrukturen immer, immer kleiner und immer kleiner. Und irgendwann mal verdichtet es sich so stark, dass es eben zu Eis wird. Und das heißt, ja, und eben
in dieser Zeit, also wenn es sich weiter verdichtet, auch unter anderem halt eben trotzdem noch Luft dazwischen den Zwischenräumen ist und diese Luft speichert sich dann in dem Eis als Luftbläschen. Und man kann auch in dieser Luft neben dem CO2-Gehalt, also kann man auch zum Beispiel die Partikel, die auch in diesem, also in der Luft waren, die sozusagen als Niederschlag untergekommen sind. Also heißt es, man kann auch sagen, ob man da irgendwie Feinstaub mit dabei hatte oder Seesalz und so weiter. Also so die kleinen Stoffe von der, ja, oder Vulkan, also wenn zum Beispiel ein Vulkanausbruch war in der Zeit, dann sieht man das natürlich auch. Also an sich die Partikel, die in der Zeit in der Atmosphäre auch waren, die speichern sich dann auch in dem Eis. Hallo, ich heiße Ahmed und meine Frage lautet, welche Art von Gesteinen gibt es auf der Antarktis? Ja, da müssen wir jetzt ein bisschen ins Blaue raten, weil hier um uns herum gibt es überhaupt keine Steine. Einfach mal kurz dazu, wir sitzen hier auf dem Schelfeis, also das ist, ne, das schneit ja hier schon runter, haben wir ja schon mitgekriegt, und das taut nicht weg, sondern wird zu Eis, also wird das auch hier zu Gletschern, und diese Gletscher fließen von dem Land runter Richtung Meer. Irgendwann treffen die dann auf das Meer drauf und dann Eis schwimmt ja, ne, Eisberge schwimmen. Irgendwann löst sich dann der Gletscher vom Untergrund und schwimmt dann auf dem Meer auf, und das nennt man dann das Schelfeis. Und auf diesem Schelfeis sitzen wir hier. Und es gibt so ein paar Bergspitzen in der Antarktis, die schauen aus diesen Gletschern raus, die auf der Antarktis sind. Aber der nächste Stein von hier aus sind ungefähr 150 Kilometer weg. Das heißt, hier haben wir nur wenig Steine, wir haben ja hauptsächlich Eis. Aber soweit, das ist nicht allzu leicht, hier von Steinen zu reden. Deswegen, da können wir auch nicht sagen, was für Steine das sind oder sowas. Da haben wir einfach zu wenig Erfahrung, sind auch keine Geologen oder sowas, und genau, forschen auch nicht an Steinen hier. Mikrofon zurück zu Delta November 1, Echo Mike Echo. Hier ist Delta Papa 0, Golf Victor November. Ja, hallo, Fabian hier. Meine Frage wäre, wie ist es möglich, dass Mikroorganismen unter dem Eis leben können und wovon ernähren sich diese? Also ich weiß nicht, wie das unter dem Festlandeis ist, aber hier unter unserem Eis ist natürlich das Meer. Wir haben hier ungefähr 200 Meter dickes Eis, dann kommt darunter erstmal wieder Wasser. Und hier in dem Meer, da ist richtig viel Leben, also da ist richtig was los. Da gibt es jede Menge Tiere, und das Meer ist ein toller Lebensraum hier. Auf dem Eis hier oben drauf leben gar keine Tiere. Also wir sehen hier zwar ab und zu Vögel an der Station, und klar, auch die Pinguine sind hier irgendwie auf dem Eis, also die sitzen hauptsächlich auf dem Meer, also da, wo das Meer im Winter gefriert, und kommen gar nicht so sehr auf das Schelfeis, was das ganze Jahr über da ist. Ab und zu kommt mal einer hoch, aber auch diese Tiere ernähren sich alle aus dem Meer. Also die Vögel und Pinguine und auch die Robben und Wale, die wir hier in der Gegend haben, die ernähren sich alle von dem, was es im Wasser gibt. Und hier auf dem Eis, haben wir schon gehört, das ist im Prinzip Schnee mit ein bisschen Luft und ein paar Partikeln, davon kann eigentlich niemand leben. Und deswegen kommt hier das alles aus dem Meer. Ja, Mikrofon zurück, DN1 EME, DP0 GVN. Hallo, ich bin der Francisco und meine Frage lautet, wie sieht der Alltag auf der Station aus? Ja, hallo Francisco, das beantworte ich doch einfach mal. Und zwar der Alltag von der Luftchemie sieht folgendermaßen aus. Also ich habe jeden Tag am Vormittag gehe ich zu meinem Spurenstoff-Observatorium raus, das nennen wir so hier kurz SPUSO. Und diese Station, also dieses Observatorium, ist 1,5 Kilometer von der Station entfernt, und ich muss auch immer hinlaufen, weil ich ja nicht irgendwie durch ein Kilo Abgase oder sowas meine Messungen beeinflussen möchte. Und deswegen laufe ich da jeden Tag raus, betreue dort die Messgeräte, schaue, dass alles läuft. Wenn mal ein Messgerät kaputt ist, dann repariere ich das. Nehme Daten auf, das heißt, ich nehme verschiedene, also ich nehme zum Beispiel Luftproben, Schneeproben, CO2-Proben, wechselnde Filter und eben was wir da halt für Daten sammeln und was für aktuelle Projekte dort sind, betreue ich. Dann gibt es bei uns immer so gegen 12 Uhr Mittagessen. Da versuche ich dann auch immer wieder zurück zu sein, was ich meistens schaffe.
Und am Nachmittag gibt es dann bei mir einfach Büroarbeit. Das heißt, ich beantworte E-Mails, habe hier noch ein Labor, an dem ich dann auch noch mal mehrere Proben analysiere. Oder ja, einfach als Vorbereitung mache für meine Messungen. Und dann haben wir auch sonst, also für mich dann Nachmittag, mache ich meistens auch noch irgendwas Freizeitliches oder helfe meinen Kollegen. Wir haben zum Beispiel auch ein Gewächshaus hier und da helfe ich auch immer gerne irgendwie bei der Pflanzenpflege oder bei der Ernte, was auch immer sehr schön ist. Und ja, 18:30 gibt es bei uns Abendessen und danach ist eigentlich ja, Freizeit angesagt. Hallo, ich bin Larissa und meine Frage wäre, haben Sie am Wochenenden frei? Also viele Aufgaben hier, wie zum Beispiel Linda gerade schon erwähnt hat, weil ich in der Luftchemie, die müssen täglich passieren. Also auch ich schaue auch am Wochenende, auch am Sonntag hier einmal auf die Rechner, ob alles grün ist, ob alle Verbindungen stehen. Und insofern, wir haben schon auch einfach Arbeit, die 7 Tage die Woche passieren muss. Trotzdem versuchen wir am Wochenende ein bisschen weniger zu arbeiten. Also dann wird halt, ne, was alles, was irgendwie nicht dringend ist oder was nicht an dem Tag immer passieren muss, versuchen wir schon dann irgendwie auch unter die Woche zu legen, sodass die Sonntage tatsächlich ein bisschen ruhiger sind. Samstag ist bei uns auch immer Putztag, also Samstag nach dem Mittagessen packen alle für eine Stunde mit an und dann wird hier einmal die Station auf Vordermann gebracht. Und genau, so ein paar Dinge stehen halt einfach trotzdem an. Die Schneeschmelze will gefüllt werden, die Wetterbeobachtungen wollen durchgeführt werden. All solche Dinge, die einfach passieren müssen. Und ansonsten versuchen wir schon ein bisschen die Füße hochzulegen. Im Mikrofon zurück nach Freiburg, DN1 EME, DP0 GVN. Hallo, hier ist nochmal Noemi. Und die Frage ist, wie oft haben Sie Kontakt mit Ihrer Familie zu Hause? Ich glaube, das ist ziemlich also persönlich sehr unterschiedlich. Wir haben bis zu, also manche telefonieren hier häufiger mit ihren Familienfreunden, manche weniger. Wir haben hier eben die Möglichkeit, jederzeit irgendwie anzurufen. Das ist also bei Satellitentelefon können wir den Kontakt da herstellen. Wir haben natürlich auch Internet, das heißt, wir können auch E-Mails schreiben oder wir können auch einfach Bilder verschicken über soziale Netzwerke oder einfach so schreiben, Nachrichten schreiben. Und ja, ich denke mal, das ist sehr unterschiedlich. Wir haben die Möglichkeiten, das heißt, hier kann jeder sich so viel melden bei seinen Liebsten, wie er oder sie es mag. Ja. Hallo, hier ist Arnold. Welche Freizeitmöglichkeiten haben Sie auf der Station? Die sind tatsächlich ziemlich vielfältig und vielleicht mehr, als man meinen möchte. Also wir haben zum Beispiel viele Spiele hier, wir haben eine Puzzlesammlung, wir gucken Filme, wir machen Sport, manch einer strickt hier vielleicht oder liest ein Buch, wir können hier Musik machen, wir haben auch schon eine kleine LAN-Party hier gemacht, alle zusammen am Rechner gespielt. Ja, und wir machen auch ab und zu einfach mal Blödsinn, also haben mal Verstecken auf der Station gespielt oder letztes Wochenende haben wir geguckt, wie lange es dauert, bis Spaghetti draußen einfrieren und lustige Spaghetti-Figuren gemacht. Und was hier natürlich auch toll ist, das sind Sachen, die man zu Hause nicht machen kann, die Pinguine besuchen fahren. Wir haben hier eine Pinguinkolonie in einem paar Kilometer, also so 6-8 Kilometer Entfernung. Und da kann man bei schönem Wetter an einem Nachmittag mal hinfahren und Pinguine gucken. Und da warten wir jetzt drauf, dass die kleinen Küken schlüpfen. Also im Moment scheinen sie noch zu brüten, noch haben wir keine Küken gesehen, aber das kann jetzt eigentlich nicht mehr lange dauern, bis da die ersten kleinen grauen Flauschbälle auftauchen, die man dann auch beobachten kann. Das ist natürlich eine tolle Sache. Genau. Ja, Mikrofone zurück. DN1 EME, DP0 GVN. Ja, hier ist Delta November 1, Echo Mike Ecker, hier vor der Echo, im QSO mit Delta Papa 0, Golf Victor November. Ich gebe das Mikrofon weiter an die nächste Frage. Hallo, hier ist Luca und meine Frage lautet, was machen Sie, wenn etwas auf der Station fehlt? Ja, das ist gar nicht so einfach. Also Nummer 1 ist, wir versuchen zu improvisieren. Wir haben hier eine große Werkstatt,
Also wir haben ja auch viel Material, also Rohmaterial, Holz oder Metall, oder wir haben auch einen 3D-Drucker da. Also alles, was sich irgendwie damit herstellen lässt, können wir dann improvisieren. Ja, ansonsten müssen wir darauf verzichten, wenn wir das nicht irgendwie selber hergestellt kriegen oder irgendwo finden können oder irgendwo zweckentfremden können. Weil die nächste Lieferung kommt erst im nächsten Jahr mit dem Schiff wieder. Also im Winter haben wir hier echt keine Möglichkeit, irgendwas nachzubestellen. Und ja, auch Bestellungen kommen hier einfach nicht an, soweit liefern die noch nicht. Hier. Genau. Ja, Mikrofone zurück, DN1 EME, DT0 GVN. Hier ist Oskar, wie funktioniert die Müllentsorgung auf der Station? Also wir haben hier auch Mülltrennung auf jeden Fall, das heißt wir teilen alles schön auf, wie es sich gehört und dann komponieren wir den Müll so weit wie wir können. Das heißt wir haben auch eine Müll, also eine Kartonpresse hier zum Beispiel oder ein Schredder für das Altglas, sodass wir das alles möglichst klein im Volumen haben und dann werden diese Sachen in einen Container eingelagert. Und mit dem Schiff dann im nächsten Sommer abgeholt. Das heißt, wir lassen wirklich kein Müll hier, es wird alles wieder abgeholt. Hallo, hier ist Jonas. Wie können wir uns die Mahlzeiten vorstellen? Also erstmal sind das ganz normale Mahlzeiten, größtenteils. Und wir haben ja einen französischen Koch, der uns sehr verwöhnt und uns immer wieder leckeres Essen zaubert. Und der zaubert das aus ja, hauptsächlich haltbaren Produkten. Also wir haben noch ein paar wenige Äpfel, wir haben auch Zwiebeln, also als frische Lebensmittel und ansonsten halt viel Tiefkühl, also alles, was man irgendwie einfrieren kann, kommt, kriegen wir hier ganz normal. Und dieses Jahr haben wir das besondere Glück, dass wir noch den Garten Eden, also dieses Gewächshaus Eden ISS, nicht weit von der Station haben, der dieses Jahr noch betrieben wird. Und da kriegen wir immer wieder frisches Gemüse und raus, das ist natürlich toll. Also gestern hatten wir zum Beispiel frische Tomaten und Gurken auf dem Tisch. Wir machen zurzeit Pfefferminztee mit ganz frischer Pfefferminze direkt aus dem Gewächshaus. Wir haben auch große Mengen Basilikum, die wir nur wegkriegen, wenn wir daraus Pesto machen. Also das ist schon echter Luxus hier, dieses das Gewächshaus, genau. Aber insgesamt fühlt sich eigentlich nach ganz normalem Essen an. Mikrofone zurück ans Goethe-Gymnasium, DN1 EME, DP0 GVN. Hallo, hier ist Beatrice. Meine Frage lautet, was machen Sie bei Verletzungen oder Krankheiten, beziehungsweise wie funktioniert die Krankenversorgung? Also wir haben hier das sogenannte Hospital, das sind zwei Räume, in der ja, ein kleiner OP-Saal, wenn man so möchte, und ein ganz normales irgendwie Arztpraxen-Behandlungszimmer. Da kann man schon relativ viel machen und dazu braucht es natürlich auch einen Arzt, auf den haben wir hier. Also die Überwinterungsmannschaft besteht aus 5 Wissenschaftlern, 3 Technikern, dem Koch und eben dem Arzt. Und genau, damit können wir ungefähr so das Niveau von einem Kreiskrankenhaus hier an Versorgung leisten. Und zusätzlich zum Arzt haben hier noch 2 von unseren Überwinterern Praktika im Krankenhaus gemacht während der Vorbereitung und können damit quasi diese Assistenzaufgaben übernehmen. Und damit sind wir eigentlich für die allermeisten Dinge hier recht gut abgesichert. Im Sommer kann man auch darüber nachdenken, jemanden aufzufliegen und den irgendwie nach, zum Beispiel nach Südafrika, nach Kapstadt ins Krankenhaus zu bringen oder dann eben auch nach Deutschland weiter aufzufliegen. Im Winter ist das sehr viel schwieriger. Also hier ist es zu kalt und es gibt auch gar keine Flieger im Winter in der Antarktis. Also da, ja, das ist dann nochmal eine andere Nummer. Genau. Ja, Mikrofon zurück, DN1 EME, DP0 GVN. Hallo, hier ist Enoa und wie funktioniert das Schlafen in Bezug auf die Kälte und die Helligkeit bzw. Dunkelheit? Ja, also das Schlafen ist auch, glaube ich, sehr unterschiedlich hier bei uns. Manche spüren einen Effekt, manche auch gar nicht. Also zum Beispiel die Theresa hat auch gesagt, dass hier jetzt eigentlich wirklich keinen Unterschied zwischen Sommer und Winter merkt, also ob der ganze Tag hell ist oder den ganzen Tag dunkel. Ich merke schon so ein bisschen, dass ich irgendwie ein bisschen müder bin jetzt im Winter. Das heißt, es ist weniger Licht da
Es wird auch nicht komplett dunkel bei uns, muss man auch dazu sagen. Über den Mittag haben wir immer noch wunderschöne Dämmerung. Quasi ein unendlicher Sonnenauf- bzw. Untergang. Aber man merkt schon, dass es irgendwie einfach wirklich, ja, dass man einfach müder ist. Und genau, und an sich haben wir ja drin eine sehr gemütliche Atmosphäre. Wir haben wir haben unsere Station ist so aufgebaut, dass wir mehrere Zimmer haben, die sich aus Container strukturiert haben, also ausgebaute Container in verschiedenen Wohnräumen. Und ummantelt ist das auch nochmal von so in einer Schutzschicht, die man sich so ähnlich vorstellen kann wie bei einer Tiefkühlkammer, die Schutzschicht, nur dass wir halt eben die Kälte draußen halten wollen. Und so bleibt es auch hier drin, auch mit unserer Heizung. Wir haben dann Generatoren, nehmen da die Wärme von, um hier drin zu heizen. Und es sind eigentlich immer mollige 20 Grad hier drin. Und da lässt sich natürlich auch sehr gut schlafen. Hallo, Luis nochmal. Was war das Verrückteste, was Sie erlebt haben? Ja, das würde ich auch mal übernehmen. Wir haben hier ab und zu mal Messungen, die wir auf dem Meereis machen müssen, und da war auch einmal etwas dabei, wo wir eine Schneeboje rausgetan haben. Das ist an sich sind Sensoren, die man aufs Meereis setzt und die dort dann kontinuierlich und autonom messen, die Schneehöhe messen, Veränderungen. Und diese Schneeboje haben wir eben rausgebracht, und dann fährt man. Wir waren 5 Leute, 5 Überwinterungen von unserer Truppe, und dann fahren wir da über das Meereis, gehen über eine Rampe eben von dem Schelfeis auf das Meereis runter und fahren dann über diese zerklüftete, hügelige Landschaft, die nur ein paar Meter dick ist. Und dann fährt man über Eisschollen, die sich aneinander aufgestockt haben, also überschoben haben und wieder zusammengefroren sind. Man fährt direkt an Eisbergen vorbei. Das ist einfach so eine unwirkliche, surreale Landschaft. Ich habe mich tatsächlich auch gefühlt, als wäre ich irgendwie auf einem anderen Planeten unterwegs. Ich meine, an dem Tag waren es auch minus 40 Grad, das heißt, man muss sich auch schon ordentlich warm anpacken, also hat man definitiv, fühlt man sich, als hätte man irgendwie einen Raumanzug an. Und das war schon irgendwie sehr verrückt, wenn man sich das so vorstellt, wo man da eigentlich gerade ist und wo man da unterwegs ist. Und auf jeden Fall eine ganz besondere Erfahrung. Hallo, Larissa nochmal. Wie lange ist die Anreisezeit von Deutschland bis zur Station? Also normalerweise sind das ein paar Tage, hängt immer ein bisschen vom Wetter ab.